oder eure Robin von Testhelden. Wenn auch du dich gerade auf den Einstiegstest bei Runswil vorbereitest, dann schau doch gerne in die Videobeschreibung rein. Ich habe dort den Link zu unserer Website reingepackt, wo wir dich optimal mithilfe von Experten auf deinen Einstiegstest bei der Bundeswehr vorbereiten wollen. Ja, heute geht es um das Thema Aufstehen, Wecken, wann geht's los bei der Bundeswehr? Ja, so ein bisschen die Schlafmützen unter euch, die wird es bestimmt interessieren. Und zwar muss man da, ich würde sagen, zwischen drei Szenarien unterscheiden. Also ja, Fall 1 innerhalb der Grundausbildung, Fall 2 innerhalb der Stammeinheit Normalbetrieb und Fall 3 ja, innerhalb der Stammeinheit und ihr seid auf einem Übungsplatz im Einsatz, sonst wo. In der Grundausbildung ist es immer so ein bisschen abhängig vom Tagesablauf. Also wir wurden manchmal sehr, sehr früh geweckt, so gegen 5, 5:30, manchmal war es gegen 6, sind dann um 7 immer war antreten, davor war Frühstück. Das hängt, wie gesagt, immer so ein bisschen davon ab, wo ihr Grundausbildung macht. Und wie da der Ausbildungsplan ist, dann logischerweise habt ihr irgendwie Biwak, ihr habt Rekrutenbesichtigung. Da ist es mit dem Schlaf eben so ein bisschen schwieriger, weil ihr ja so die Aufgaben wahrnehmen müsst, die man da halt so hat während eines Biwaks. Also Wache halten, irgendwie Feuerwache und so weiter und so fort. Ja, dann in der Stammeinheit ist es so, dass der Dienst bei der Bundeswehr immer gegen 7 beginnt, also von 7 bis 16:30, dazwischen Mittagspause, halbe Stunde. Und am Freitag ist es so, dass es zumindest in den meisten Einheiten so ist, dass man von 7 bis ungefähr 12 Dienst macht. Viele Leute nehmen sich auch am Freitag immer frei, weil sie Überstunden abbauen oder andere Sachen machen. Genau, und wie ist es dann auf dem Übungsplatz? Auch da hängt das Ganze ja so ein bisschen vom Plan ab oder von den Aufgaben, die man da auf dem Übungsplatz hat. Pauschal kann man sagen, dass normalerweise der Dienst innerhalb der Bundeswehr gegen 7 beginnt und gegen 16:30, wenn nichts anderes ansteht, zu Ende ist. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar wertvolle Infos mitgeben. Ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt, packt gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Robin von Testzellen. Macht's gut!